Herzlich willkommen zu diesem Wochengruß. Wir gucken beide so giggelig in die Kamera, als ob wir irgendwas geraucht hätten. Zu dem Wochengruß 2247, wie man neben Daniel schon sieht. Und sofort fällt auf ein sehr erstaunliches Setting. Es Daniel Köpke auf dem Trainerplatz in der Jablonskistraße, Ralf Stumpf auf genau. dem billigen Platz auf Zoom. Ja, der Daniel Köpke hat heute die Stellvertretertechnik nochmal in neuem Licht kennengelernt, weil heute Morgen um kurz vor 9 Ralf mich anrief und mir sagte: Daniel, du, wir haben da ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Genau, ich bin heute früh aufgewacht und hatte so einen schauerlichen Hexenschuss. Ich dachte erst, die schießen nicht auf ihre Leute, aber weit gefehlt. Man ist nicht davor gefeit. Also ich war heute nicht imstande, die Wohnung zu verlassen, geschweige denn längere Zeit zu sitzen. Und drum, Daniel, danke auch im Namen von ganz YouTube und dem Rest der Welt, dass du so großartig die Stellvertreterposition übernommen hast und Ja. gleichzeitig Trainer und Assistent warst. Im Grunde war es ja nach wie vor dein Training. Also wir haben ja, ich habe im Grunde ja eigentlich hier nur den Platz warm gehalten und hier ein bisschen organisiert und den Teilnehmern ja, einen Rahmen geboten hier, die ganzen Erklärungen und so weiter und so fort. Das kam ja nach wie vor alles von dir. Aber war auch für mich mal eine sehr, sehr spannende Erfahrung, hier den Trainerplatz zu besitzen. Mir Und schienen ja. die Teilnehmer auch wesentlich, die haben sich, glaube ich, viel mehr auch an Regeln und Anweisungen gehalten und viel Ja. erfolgreicher und stringenter geübt, jetzt wo du mit deiner entwickelten Handlungstyp-Energie. Ich glaube, das liegt vor allen Dingen an dem Gefährlichen, was, also das X im Wort Köpke steht ja auch für Gefahr. Hast du den lange geübt oder kam dir der gerade so spontan? Den habe ich schon ein paar Mal gebracht. Ja. Ja, aber der kommt wirklich gut, muss ich einfach mal sagen, der kommt wirklich gut. Ansonsten, der Wochengruß ist ja immer der Wochenvor- und Rückblick. Und wenn wir mit dem Wochenrückblick anfangen, muss ich hier einfach mal in aller Öffentlichkeit rühmen: Daniels Webinar vom letzten Donnerstag. Es wäre dir natürlich peinlich, das selbst zu sagen, also sag's ich, das Webinar war richtig gut und ich empfehle es außerordentlich, es Ja. sich anzugucken. Es steht noch eine Woche, also bis nächsten Donnerstagabend, also bis diesen Donnerstagabend noch auf der Seite www.ralfstumpf.de/webinar-tv, dann Ja. auf Edomanto und in der World of NLP. Ich merke, durch dich drängt es was dazu zu sagen, weil du hast in dem Webinar nicht genug sagen können. Absolut, ja. Also es ging ja inhaltlich um die Psychografie und du hast es im letzten Wochengruß ja auch schon angekündigt. Ich habe da so ein kleines bisschen auf weniger die drei Typen, sondern mehr auf die drei Logiken, wie man auch Beziehungen in den drei Bereichen führt und halt auch so ein bisschen ELP quasi diese drei psychografischen Muster versucht zu zeigen in allen möglichen Variationen und Lebenskontexten und einfach um da so ein bisschen wegzulocken, die Teilnehmer von diesem, ja, ich bin jetzt Beziehungstyp, ich muss jetzt alles unbedingt im Erkenntnisbereich lösen, was ja manchmal so bei Leuten, die noch relativ frisch sich mit der Psychografie beschäftigen, dann so als so ein Klischeebild entsteht, und das dann manchmal eher als Limitation empfunden wird. Und das finde ich eigentlich schade, weil da ist so eine Tiefe, so eine Schönheit, so eine. Ja, ich finde einfach, diese drei Bereiche machen so ein wunderschönes Gefühl von Vollständigkeit. Also, wenn ich irgendwie zwei Phänomene irgendwo psychografisch einordne und mir dann überlege, wie ist eigentlich das Dritte im dritten Bereich? Und da habe ich eben ein Beispiel gebracht mit diesem Beispiel von Carl Rogers, der ja meinte, was wirklich heilsam ist, ist Empathie und Ehrlichkeit, was für mich total brutal offensichtlich Erkenntnisbereich, nee, Beziehungsbereich und Erkenntnisbereich ist. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass es im Handlungsbereich nichts gibt, was heilsam ist. Und doch, und die Auflösung gibt es im Webinar. Jetzt wäre die Frage, hast du eine Idee, was Carl Rogers für ein Typ war? Weil das wäre zu erwarten, dass er Ja. Handlungstyp war, ne? Darüber habe ich auch gedacht, naja, oder eben Beziehungstyp, dass er eben nur seine eigene und die seines Entwicklungsbereichs sieht und fremdgesteuert in seinem Zielbereich ist. Aber ich habe ehrlich gesagt zu wenig Primärliteratur von Carl Rogers gelesen, um dazu was sagen zu können. Naja, ich denke an diese Beziehungsbücher von David Snarch, der ja ein wunderbarer Beziehungstyp-Mann
ist oder war, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Und der hat ja in seinem ersten Buch, hat er ja ein Hohelied gesungen auf die Beziehung im Erkenntnisbereich, die Ja. Differenzierung. Und im Ja. zweiten Buch auf die Beziehung im Handlungsbereich, die kollaborative Allianz. Mhm. Und gegen die Beziehung im Beziehungsbereich hat er sich immer ein bisschen kritisch bis superkritisch geäußert. Also das wäre jetzt quasi die Idee, dann demnach könnte Carl Rogers Handlungstyp sein. Wir müssen ihn fragen. Lebt er eigentlich noch? Nö, ich glaube nicht. In den Gut. Herzen auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde, du hast auch, das ist nochmal ein extra Tipp, ich finde, du hast auch die Schönheit, die du in Psychografie siehst, in diesem Webinar in den Folien nochmal extra ausgedrückt. Da steckt ja auch so viel Liebe drin. Also ich sehe die zwei Folien vor mir. Die eine, wo du, ich weiß nicht, die Details verraten so viel, wie du möchtest, aber auf einer Folie hast du ja die drei Beziehungen mit drei Tieren ausgedrückt. Das ist so ein Tipp oder so ein Trick. Ich dachte mir, ganz viele ja wirklich coole Modelle nochmal zu übersetzen in so einer visuellen grafischen Metapher. Ich meine, da gibt es ja auch zum Beispiel von Bodo Schäfer dieses Konzept mit diesen verschiedenen Hundetypen, wo er Menschentypen beschreibt mit verschiedenen Hundetypen. Und Liebt im man sich. Endeffekt sind es einfach nur eine Reihe von Metaprogrammen, die er aber so schön bildlich anschaulich darstellt mit eben diesen Hunderassen und da eben Menschentypen zuordnet. Oder von Tobias Beck dieses Konzept mit dem Hai, dem Delfin, der Eule und dem Wal, was im Endeffekt das Diskmodell ist. Also da habe ich irgendwo gemerkt, dass wenn man so ein eigentlich dröges Standardmodell so ein bisschen aufpoliert, mit ein bisschen Warcock dazu und ein bisschen archetypischen Mustern, das ist irgendwie wesentlich eingängiger und wesentlich spannender, als wenn man einfach nur von, das ist jetzt der dominante Typ oder das ist Glaube, jetzt der. deine drei Tiere waren, glaube ich, Ratte, Schlange und Hyäne, oder? Für die drei Beziehungen die Zuhörer können jetzt selbst zuordnen. Nee, wollen wir die drei Tiere sagen, aber nicht, wie sie zugeordnet sind? Das können wir machen. Das eine ist ein Pferd, das andere ist eine Katze und das dritte ist ein Hund. Natürlich jetzt ganz gemein, dass wenn jetzt, ich meine, Hundeliebhaber und Katzenliebhaber sind ja normalerweise zwei Planeten, die müssten sich jetzt wirklich entscheiden, ist mein Lieblingstier in meinem Persönlichkeitsbereich oder ist, spannend, spannend. Aber Leute, Anlass. guckt das Webinar von Daniel. Beziehungstyp und ein Handlungstyp, das sind ja mitunter auch zwei verschiedene Planeten. Oder eine Beziehung im Beziehungs- und eine Beziehung im Handlungsbereich oder Erkenntnisbereich. Also ich finde, die Metapher trifft es schon auch. Ich glaube, wir machen vielen Leuten, die im Webinar dabei waren, die es noch gucken, eine Freude, wenn du vielleicht noch mal ein oder zwei Sätze teaserst zu diesem Thema fraktale Betrachtung. Und mit Ja. Teasern meine ich, mach so, dass du mehr Fragen öffnest als schließt. Aber das fand ich, also liebe Zuschauer auf YouTube, am Ende macht Daniel was super, super Geniales. Er sagt, er hat keine Zeit mehr, was du wirklich nicht hattest, weil es war viel zu viel Nee. Stoff. Ne? Ich meine, du Ja. bist komplett unschuldig, wie alle Erkenntnistypen immer. Aber Ja. statt einfach zu sagen, den Rest gibt es irgendwann, zeigt er kurz die Folien, die er nicht zeigt. Und ich kenne inzwischen schon so viele Leute, die mir gesagt haben, da hätten sie das Video angehalten und auf Einzelbild geklickt. Damit sie die Folie noch sehen. Ich war einer davon, weil ich fand gerade diese Idee mit dem Fraktal, die fand ich Ja. brillant. Also für mich ist natürlich eine Frage also die Frage, ist es jetzt eigentlich ein Phänomen Beziehungsbereich, Erkenntnisbereich oder Handlungsbereich, ist ja zum einen eine Frage, die natürlich in Erkenntnislogik formuliert ist. Also ist es jetzt wirklich das oder ist es irgendwie ist Erkenntnislogik? Und es ist für mich zusätzlich noch eine Frage der Chunk-Ebene. Also die Logik von Fraktalen bedeutet ja, dass man sozusagen das Ganze immer auch einen Teil davon betrachten kann und ein Teil davon enthält wieder die ganze Information. Also ein schönes Beispiel von Matthias Wager von Kiebet ist, dass er, wenn man zum Beispiel den Baum betrachtet in seiner Form mit Krone und Stamm und man nimmt von dem Baum ein Blatt, dann hat man eben wieder eine ähnliche Form in quasi einem Teil des Ganzen. Und auf eine ähnliche Art und Weise will ich da natürlich auch Psychografie. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich werde mir da sicherlich auch noch vielleicht ein drittes und viertes Beispiel in dem Webinar im kommenden ausdenken.
Wenn man sich zum Beispiel Religionen anguckt, dann sind natürlich Religionen, haben ja auch oft ganz starken Fokus auf einem der drei Bereiche. Also der Buddhismus sagt ja zum Beispiel, dass du nichts wollen sollst, dass du dich von deinen Anhaftungen loslösen sollst und so weiter und so fort. Und das ist natürlich gewissermaßen eine Art von Negieren des Handlungsbereichs und Überfokus auf dem Erkenntnisbereich. Geh in die Tiefe, finde irgendwie zu dem Nirvana-Zustand und so weiter und so fort. Wenn ich mir dagegen das Christentum mal anschaue, dann ist das eben ein sehr viel stärkerer Fokus auf den Beziehungsbereich, weil da geht es um die Beziehung zu Gott, da ist ja im Prinzip die Ursünde ja auch entstanden durch eine Trennung von Gott und das Leiden von Menschen eben mit dieser Trennung oder Getrenntheit von dem Göttlichen erklärt wird und es eben ein Ziel ist, diese Wiedervereinigung wieder zu erlangen. Und wenn man aber jetzt eben einen Teil des Christentums sich eben als anguckt, enthält natürlich auch die Bibel oder schon alleine die Rolle Gottes, wieder alle drei Logiken. Also der Rolle, Gott wird ja in der Bibel zum Beispiel als Vater, Sohn und Heiliger Geist beschrieben. Und auch da steckt meiner Meinung nach wieder die komplette Psychografie drin. Also der Vater, der Schöpfer der Welt und der oberste Richter hat für mich eine sehr starke Handlungsqualität. Der Sohn, der auf die Erde geschickt wurde, um quasi die Botschaft zu verkünden, die frohe Botschaft zu verkünden und die Wiedervereinigung mit Gott wiederherzustellen. Und der Heilige Geist, im Erkenntnisbereich der Quell von Inspiration, von ja, Kreativität und überhaupt die Grundvoraussetzung, dass man die Bibel richtig versteht, ist natürlich starker Fokus im Erkenntnisbereich. So, und so dass eben ein Teil des Ganzen wieder das Ganze enthält. Und das ist eine Schönheit, die eben in diesem Muster der Psychografie drin steckt, für die ich einfach werben will, dann beim nächsten Mal. Du hast schon gesagt, nächstes Mal wird aber dann irgendwann im nächsten Jahr sein, ne? Ja, Dieses Jahr weil. sind die Termine alle ausgeschrieben. Ja, na, weil auch du und Caroline und Dagmar, ihr habt natürlich eure Themen, für die ihr brennt und wo ihr unbedingt den Leuten was beibringen wollt. Da kann ich mich ja nicht davor drängeln. Das heißt, wir haben jetzt November, wird es Januar. Das wird dann wahrscheinlich Mitte, Ende Januar, ja. Oder vielleicht auch die erste Januarwoche. Mal gucken. Man dich zum Podcast überreden bis dahin zu dem Thema? Das könnten wir sehr gerne tun, ja. Also da können wir gerne über das Thema Psychografie, also hatten wir das eigentlich schon mal, dass zwei Erkenntnistypen darüber sinnieren, wie Psychografie jetzt eigentlich wirklich ist? Nö. Du meinst, wir sollten den Leuten mal die Wahrheit einschenken? Ja. Wir hatten ja einen, Podcast schon mal zusammen gemacht. Da war das Feedback, wie soll ich sagen, differenziert. Also ich glaube, wir haben einen Fanclub. Ja. Und von daher können wir da gerne nachlegen. Dann würde ich sagen, das ist jetzt hier live. Live nehmen wir uns das Versprechen gegenseitig ab, dass noch in diesem Jahr es einen Podcast gibt. Ich sage mal jetzt ganz neckisch. Du hast ja genügend Themen, dass wir eine Stunde Podcast machen und du noch eine Stunde Webinar machst im Januar, ne? Ja, Das also das reicht. Thema Psychografie ist so ein Thema, ich glaube, da kann man locker eine Wochenausbildung, man, was, eine Monatsausbildung kann man dazu machen. Also das ist so tief. Gut, ich nehme dich beim Wort. Ja. Und ich habe mir zur Psychografie gerade jetzt in der Neu und Gut und der Abschlussrunde noch Psychografie mit dem Reframing-Karussell eine Übung überlegt. Nein. Ja, doch. Hast du Lust, sie vorzustellen, sie dir zu überlegen oder zu hören? Sag mal, ja, das wird der längste Wochengruß seit langem, aber ich glaube, das ist es wert. Ja, ich dachte mir nämlich, ob mein Gegenüber, mit dem ich jetzt vielleicht irgendwie ein Thema, einen Konflikt habe, der sich mir gegenüber auf eine andere Art verhalten würde, ob der jetzt nun wirklich Erkenntnis- oder Beziehungs- oder Handlungstyp ist, ist ja oftmals auch eine Frage der Interpretation, ist ja also auch gewissermaßen eine Deutung. Wenn man also einen Konflikt mit einem Menschen hat, dann einfach mal so zu tun, als wäre der Erkenntnistyp und sich zu überlegen, was würde denn das eigentlich bedeuten, was ich jetzt für einen Konflikt oder was würde denn sein Verhalten bedeuten, mal angenommen, der wäre Erkenntnistyp. Was würde denn dieses Verhalten, was der zeigt, bedeuten?
mal angenommen, er wäre Beziehungstyp und mal, was würde denn sein Verhalten bedeuten, mal angenommen, er wäre Handlungstyp. Also, dass man mit diesen Stärken und Schwächen ein Stück weit spielt in Konfliktsituationen und mal im Als-Ob-Rahmen gar nicht mal festlegt, was der jetzt wirklich für ein Typ ist. So, selbst wenn das irgendwie mal, also mal angenommen, wir hätten jetzt irgendwie ein Thema miteinander, ich mir überlegen, mal angenommen, ich hätte mich geirrt und du wärst eigentlich Beziehungstyp. Bin ich. Ja. Inwiefern wäre meine Diagnose Beziehungstyp denn problemverstärkend oder problemabmildernd für unseren Konflikt? Ich finde die Übung deswegen gut, weil sie natürlich eigentlich als Eintrittskarte hat, dass du ja mit jemandem einen Konflikt hast, für den du eine Übung machst. Das heißt, der Konflikt löst sich nicht von selbst. Ja. Und das ist natürlich die Chance, dass man die Person falsch liest, durchaus gegeben. Ja. Cool. Ich mache jetzt mal in Rekordzeit den Rest des Wochengrußes. Es läuft immer noch am Samstag die Reihe über glückliche Beziehungen trotz NLP. Wir haben die psychografischen Bereiche jetzt durch. Das heißt, wir haben jetzt die Beziehung im Beziehungsbereich, im Erkenntnisbereich und im Handlungsbereich. Nächste Woche kommt dann der Ausflug in Spiral Dynamics, also Beziehungen auf Blau, Orange, Grün und vielleicht sogar Gelb. Und danach vielleicht die Lösung des Knotens. Am Dienstag kommt ein Solo-Podcast von mir über den gesamten Inhalt der NLP-Practitioner-Ausbildung wahrscheinlich. So eine hineingeworfene Zuruf-ABC-Liste. Du weißt, wovon ich rede, die anderen wissen es noch nicht, aber ihr erlebt es am Dienstag. Am Donnerstag, im nächsten Donnerstag im Webinar ist Caroline. Genau. Da hattest du so schön in deinem Abspann vom Webinar gesagt, sie verbindet ihre Beziehungserkenntnis- und Handlungstypqualitäten, weil sie Anker nicht nur versteht, sondern auch den Einsatz davon präsentiert und das Ganze auf eine sehr liebevolle Art. War das nicht ungefähr so? Ja, ungefähr so. Kommen, staunen, schauen, lernen. Das war's. Genau. Am 18., heute ist ja der erste Advent, am 4. Advent, am 18.12. ist Modeling-Tag auf der World of NLP und am 21. und 22. Januar ist der ausgebuchte Erlebniswochenende in Berlin, wo man sich aber auf die Warteliste eintragen lassen kann. Vielleicht kriegen wir einen größeren Raum. Daniel, Cool. wie fühlt sich dieser Platz an? So jetzt, so, wo man, wenn man so einen Tag drauf Ein gesessen bisschen ist? ungewohnt, aber ich könnte mich fast dran gewöhnen. Dann schlage ich vor, ich mache das Video aus, du bleibst sitzen und wir sehen uns, wenn wir nächste Woche wieder einschalten, gucken wir, ob du noch da sitzt. Okay. Okay, ich danke dir sehr. Gerne. Tschüss.